Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit der mysteriösen Gestalt und, ja, Krämer und so. Wie war das? Moin. 68 Kupferkessel oder wie war das? Genug geredet. Achso, wir müssen ihm erstmal Bescheid sagen, ne? Ihm hatten wir das ja schon gesagt. 99, 68, wie viele waren das jetzt? Grüße, 98? Fremder. Ja, redet ja nicht so viel. Ich habe den Krämer nach Kupferkesseln gefragt. Gut. Aber er hat keine 98 Kupferkessel. 98, genau. Natürlich nicht. Warte hier, bald werde ich deinen Bogen haben. Gab es da nicht mal so eine Geschichte, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkauft hat? Nein. Okay, der ist jetzt einfach weggegangen. Wo ist er denn hingegangen? Gehen wir ihm jetzt hinterher? Wenn ich da raus spaziere, werde ich disqualifiziert und Massas hat den Wettkampf gewonnen. Das wäre Wilbur's Tod und meiner. Okay, gucken wir uns mal den Baum an. Der Baumstumpf scheint schon länger so dort zu liegen. Er treibt schon wieder aus. Mhm. Brich einen Ast ab. Können wir uns mit dem Ast einfach selber einen Bogen bauen oder... Nee, eine Pfeil. Ist es nicht manchmal erstaunlich, wie alles in der Welt eine Bestimmung zu haben scheint? Ja, jetzt können wir das nämlich damit verbinden. Schon beinahe ein Pfeil. So würde er allerdings nicht geradeaus fliegen. Okay, nicht geradeaus, deswegen... Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Mit Feder. Ja, fehlt nur noch der Bogen, ne? Der Baum hat seine Schuldigkeit getan. Ich habe einen Ast und für mehr ist er wohl nicht gut. Alles klar. War hier noch irgendwas? Dann gehen wir nämlich jetzt weg hier... Und warten auf die Gestalt. Ja. Tja. Gehen wir nochmal zu ihm hier. Wir können da ja nicht ran, aber hier ist auch noch irgendwas. Das können wir uns hier angucken. Nix. Können mit dem Pfeil ihm irgendwie helfen. Nee, der ist nur zum Schießen da. Vielleicht können wir uns um was anderes da kümmern. Das habe ich jetzt auch nochmal gedreht. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ach, da ist er doch wieder. Hey, du da, Kapuze. Super. Wo ist mein Bogen? Hier. Yeah. Danke. Warum tust du das? Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Ja, aber wäre er nicht viel länger beschäftigt, wenn er jetzt den Bogen erstmal suchen und sich selber bauen müsste? Also, ja. Gut, wir haben den Bogen. Machen wir uns doch mal ans Werk. Können wir loslegen? Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Na, loslegen. Ich habe jetzt einen Pfeil und einen Bogen. Also gut, dann zeig uns dein Können. Jo. Aber Massas hat genau ins Schwarze getroffen. Wie soll ich ihre 10 Punkte überbieten? Indem ich ihren Pfeil spalte vielleicht? Auch das würde dir nicht helfen. Massas hat einen perfekten Schuss gezeigt. Du kannst höchstens mit ihr gleichziehen. Und was passiert bei Unentschieden? Der Preis wird geteilt. Der Preis ist ein Gnome. Wo ist das Problem? Und jetzt, schieß! Oh-oh. Und jetzt? Du hast beliebig viele Versuche, besser zu schießen als Massas. Aber wir haben nur einen Fall gehabt. Solange Massas keinen Fehler macht, kann ich diesen Wettkampf nicht gewinnen. Ich muss mir da etwas einfallen lassen. Und deswegen das mit dem Sonnenblenden. Bis später dann. Auf bald, Krieger! Aber wir haben doch gar keinen Pfeil mehr. Oder hat er den jetzt... Selbstgebauter Pfeil? Können wir denn mit dem Pfeil vielleicht auch was machen? Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Ein mächtiger Knochenbogen. Leider ohne Zielfernrohr, aber ansonsten nicht schlecht. Okay, cool. Einfach mal geschenkt bekommen. Irgendwie muss doch hier die Sonne draufblenden.
Massas trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Hm. Aber ich sehe die Sonne da auch halt... Ja, ich meine, wenn sie von da scheint, müsste dann nicht das schon hier längst draufblenden. Aber er sagt auch nichts dazu. Ja, dann trag den Schildpanzer. Der Schild einer Galearen-Panzerkröte. Das sind mannshohe Riesenkröten, die hervorragende Rüstungen und Schilde bauen. Tatsächlich? Komm, blende. Ich weiß halt nicht, wann es was bringt. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie es stehen muss. Komm, wir machen es nochmal. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Ja, dann. Können wir das... Ah, auf den Pfeil da drauf packen. Versuchen wir es nochmal. Ach so, dann... Ehrenvolle Masas. Ja. Mann, wird geblendet. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Wenn sie sich... Sie stellt sich ja immer hier so eher hin. Ah! Ah! Pass doch auf! Ah! Masas hat gewonnen! Das ist nicht zum Sonnenblenden, sondern... Ich verstehe, warte mal. Der muss nur dahin gedongelt werden, der Pfeil. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Haha, der muss halt ins Ziel treffen. Ansonsten war der Anfang schon gar nicht schlecht gedreht. So, wir probieren es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Da und dahin ging er, glaube ich, schon. Der Pfeil muss zurückgepfeffert werden. Ich dachte schon, sie wird mit der Sonne geblendet, aber nein. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Müssen wir nur die Winkel hinkriegen und dann geht der Pfeil zufällig genau in die Mitte natürlich. Pass doch auf! Aha. Masas hat gewonnen! Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie... Ich meine, er kam ja zurück, aber ich glaube, hier müssen wir den nochmal drehen. So. Versuchen wir es nochmal. Ehren! Wie lange die das da mitmachen? Verdammt! So, komm. Dass sie immer zuerst machen muss. Jetzt komm. Oder dass sie überhaupt noch machen muss. Pass doch auf! Masas! Das war auch irgendwie nicht so gut. Irgendwie fliegt der hier schon schlecht, habe ich das Gefühl. So. Versuchen wir es nochmal. Ja, wir müssen das leider so machen. Ich glaube, anders geht's gar nicht. Verdammt! Ja, mach hinne. Irgendwann haben wir es raus. So gefühlte fünfmal. Aha. Pass doch auf! Der ging da aber schon ab. Der ging da ab. Der muss nur hier dann hin, ne? Ich hoffe, das war schon richtig. So. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas. Bei den Animationen weiß ich immer nicht so genau, ob das schon stimmt so oder... Weil der flog so nach oben. Schade. Nicht, dass der Schild auch noch falsch ist oder es so gehört. Ich achte mal drauf. Na? Ja, okay, der fliegt so nach oben. Das kann nicht richtig sein. Der fliegt ja gar nicht dagegen. Jetzt bewegen wir den nochmal. So.
versuchen wir... Ja, ehrenvolle Masas. Masas trifft ihn. Wieso musst du jedes Mal wieder machen? Ich meine, sie trifft immer ins Schwarze. Es sollte doch klar sein jetzt. Verdammt. Okay. So, eigentlich müsste nur noch er eigentlich dran kommen müssen. Und dann wäre es auch nicht so nervig gerade. Er will ja auch direkt darauf schießen. Pass doch auf! Ja, immerhin fliegt er da drauf. Und den bewege ich jetzt auch noch mal. Ich weiß nicht. Versuchen wir es nochmal. Lass mich raten, sie schießt in die Mitte. Komm. Ja. Verdammt. Ja. Das finde ich so ein bisschen anstrengend bei solchen Spielen. Aber man muss es ja ausprobieren, es dauert so lang. Ja, komm. Es geht nach unten. Also, das kann nicht richtig sein. Der davor schon nicht. Der jetzt nicht, der muss nach oben gehen. Ja. Und der muss ein bisschen hier in die Seite, sonst fliegt der ja sonst wohin. So eigentlich eher. Damit er nach dahin geht. Ja. Und den mache ich so ein bisschen nach da nochmal. Na, wie weit geht er denn? Da geht er hin. Und der darf nicht ganz dahin. So eher, ne? Der muss ja... Irgendwie muss der ja auch ins Ziel treffen. Der Anfang ist irgendwie das Schwierigste gerade. Versuchen wir es nochmal. Ja, komm. Irgendwann muss es ja wohl mal klappen. Eigentlich sind die gar nicht so schlecht eingestellt jetzt. Ja, das ist ja so schade. So, komm. Wieso fliegt der auch so komisch? Der fliegt irgendwie immer so unter dem Ding hin. Bewege ich das eben nochmal. So. Ich versuche es jetzt nur mal mit dem hier. Versuchen wir es nochmal. Wir hatten den Schild auch einmal so, dass er ja der Pfeil so nach oben, aber irgendwie fliegt er entweder oben lang oder unten. Aber vielleicht war dieses der Wog nicht richtig eingestellt. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob der oder der falsch ist. Der fliegt doch. Pass doch auf! Masas. Ah, ich glaube, der fliegt auch immer zuerst zu dem und dann zu dem. Und nicht andersrum, wie ich dachte. Warte mal, da müssen wir. Ich meine, der scheppert da ja schon gegen. So. So, jetzt habe ich die Pfanne zu uns gedreht. Es fliegt da ja schon hin. Versuchen wir es noch. Es dongelt da ja immer so komisch gegen die Pfanne auch. Vielleicht ist es ja schon richtig. Oh, verdammt. Ja, ja. Wir können höchstens einen Unentschieden kriegen. Loser. Ha, pass doch auf! Jetzt haben wir es. Warte. Der muss noch richtig eingestellt werden. So. Mal gucken. Weil es ist ja schon zurückgeflogen. Ist schon richtig so. Versuchen wir es noch. Ehrenvolle Masas. Letzter Versuch, Masas. Wehe, wenn nicht. Verdammte. Du kannst maximal. Ja, und jetzt, Nate, komm. Triff ins Schwarze. Auf! Masas hat. Jetzt ist der. Ist der hier. Der hat den jetzt falsch gepfeffert. Ansonsten war es schon gut. So. Weil das ist anscheinend. Der Wog ist der letzte. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Versuchen wir es nochmal. Ehre! Das ist voll rein in die Kabine von Wilbo. Der ist jetzt.
der hängt da jetzt total tot. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man damit ins Schwarze trifft, ja, anstatt direkt zu schmeißen, ist ja wohl unwahrscheinlicher, als es einfach zu versuchen, oder? Aber gut, Nate-Logik. Jawohl. Eine ungewöhnliche Technik. Aber auch der Mensch hat 10 Punkte. Unentschieden. Nimmst du das Ergebnis an? Nein, tue ich nicht. Ich will Wilbur an einem Stück. Tja, und jetzt? Müssen wir es jetzt nochmal probieren? Ja, dann machen wir die Technik nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvoll. Das ist ja alles noch eingestellt. Verdammt. Du kannst. Höchstens ein Unentschieden, auch wenn wir jetzt immer wieder mit unserer Technik das schaffen. Sie sind richtig eingestellt, immerhin. Eine ungewöhnliche Technik. Aber auch der Mensch hat 10 Punkte. Unentschieden. Nimmst du das Ergebnis an? Nein, tue ich nicht. Ich will Wilbur an einem Stück. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir den Pfeil bearbeiten? Betrachte das Ziel. Massas trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Jetzt sind wir schon bei Unentschieden, aber wo ist der Haken? Können wir irgendwie... Müssen wir das irgendwie bearbeiten können? Kann uns der Typ helfen? Hier? Hilf mal. Oder müssen wir selber? Je weniger ich mit dem Typen reden muss, desto besser. So. Je weniger. Ja, okay. Und er? Nee. Sie? Hallo Sonnenschein. Verschwinde! Ich doch nicht. Okay. Hallo Chef. Haben wir da irgendwas verhandeln? Was willst du, Krieger? Nee. Bis später. Auf bald! Selbstgebauter Pfeil. Was können wir denn machen? Kann Wilbur uns helfen? Ich sollte ihn schleunigst bitten. Ich kann ihn nicht hängen. Dieser Wortwitz mal wieder. Ja, ich, weiß nicht. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass wir... Ich meine, wir können es jetzt immer wieder versuchen mit dem Schießen, nehme ich mal an, aber... Versuchen wir es. Ehre! Die sind doch schon ein... Also nochmal fummel ich jetzt nicht an den Dingern da rum. Verdammt, du kannst... Kann höchstens ein Unentschieden schaffen. Er will aber keinen Unentschieden, er will besser sein. Können wir denn besser sein als sie? Wir müssen doch irgendwas mit ihr machen. Wir müssen irgendwie doch dafür sorgen, dass sie vielleicht... Eine Nein. Wir müssen irgendwas machen, damit sie eben doch abgelenkt wird. Aber wenn wir die Dinger jetzt drehen, dann... Komm, sie muss es irgendwie... Wird sie geblendet oder so? Warte mal, wenn wir... Da drinnen war doch der Spiegel. Können wir davon nicht eine Scherbe nehmen und dann das so reflektieren lassen oder so? Das wäre doch ganz cool. Wir reden mal mit dem Krämer. Vielleicht hat er ja was. Oder liegt hier noch was rum? Nee. Das ist so doof gerade. Ich würde es so gerne schaffen. Hallo, ich... Ich habe die 98 Kupferkessel. Tatsächlich? Lass uns über den Preis sprechen. Oh nein. In Ordnung. Ich sag meinen Auftraggebern, dass die Ware verfügbar ist und lasse sie schon mal ein paar Säcke Gold schicken. Sollte sich ehrliche und harte Arbeit endlich wieder lohnen?
Dir ist klar, dass ich dich mit einem Betrug nicht durchkommen lassen würde? Ja, nee, das ist klar. Oh nein. Irgendwie scheinst du rein gar nichts Sinnvolles zu verkaufen. Was soll ich tun? Meine Lieferanten sind tot und liefern nicht mehr pünktlich. Aber irgendwas Sinnvolles musst du doch verkaufen können. Mal sehen. Ich habe einen Verkleinerungsring. Mach zwei Haufen Gold. Etwas Feuerwasser. Oder hier, ein magischer Stein. Was tut er? Er zieht Metalle aller Art an. Oh. Du meinst einen Magneten? Nein, er ist ein magischer Stein. Schwerter, Ketten, Pfeile, alles zieht er an. Aha. Ui, magisch. Den wollen wir haben. Den wollen wir haben. Wie viel kostet dieser magische Stein? 3 Säcke Silber und 2 kleine Haufen Gold. Pff, das ist doch lächerlich. Solche Steine liegen nicht einfach in der Gegend herum. Nee? Okay. Ich schlage ein kleines Spielchen vor. Ein Spiel? Was für ein Spiel? Keine Ahnung, aber wenn ich gewinne, bekomme ich den Stein. Und sollte ich gewinnen? Dann bekommst du mein magisches Kriegerset. Unverschämtheit! Ein magisches Kriegerset? Hm. In Ordnung, aber ich lege die Regeln fest. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 100 aus. Oh. Ich passe. Aber wieso denn? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich in einem Spiel mitspiele, in dem ich verlieren kann. Ich bin Geschäftsmann. Okay. Wegen des magischen... Hast du es dir anders überlegt? Ja. Willst du ein Spielchen wagen? Nein, danke. Okay. Genug. Aber wir müssen ja ihm erstmal, glaube ich, Bescheid sagen. Und dann, vielleicht hilft er uns ja mit den Zahlen. Grüße, Fremder. Hast du eine Idee, wie sich die Ork-Kriegerin dazu bringen kann, nicht immer ins Schwarze zu treffen? Ja, mit dem Magneten natürlich. Massas, der junge, hässliche Ork-Krieger mit dem weibischen Auftreten dort hinten, ist ein verdammt guter Bogenschütze. Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, nicht jedes Mal ins Schwarze. Ich weiß, das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial. Damit, tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du so etwas wie ein Wahrsager? Voll der coole Typ. So, jetzt spielen wir das Spiel. Wir wollen ja hier in dem Part noch was anderes als Bogenschießen gemacht haben, weil der auch gleich schon wieder ändert. Zettel. Auf dem zerknüllten Zettel der vermummten Gestalt stehen 3 krakelige Zahlen. 42, 79 und 2,5. Selbst wenn der Typ ein Wahrsager ist, welche der 3 Zahlen ist die des Krämers? Ja, indem wir das dann raten. 2,5 ist auch richtig fies. Moin. Servus. Da kann er ja nur gewinnen. Wegen des... Hast du es dir anders? Naja, vielleicht, wenn du deine Zahl aufschreibst. Wenn ich die Zahl aufschreibe und nicht mehr nachträglich ändern kann, steigert das deine Gewinnchancen ganz erheblich. Dann schreib 3 Zahlen auf. Das ist es. 3 Zahlen? Und wenn du nicht alle 3 errätst, bekomme ich dein magisches Kriegerset? Genau. Aber wenn es mir gelingt, bekomme ich den Stein. Das klingt akzeptabel. 3 Zahlen. Wie lauten sie? Sagen wir 42? Falsch. Du musst mir den Zettel nachher zeigen. Also schön. Richtig. Die nächste Zahl ist die... 79. Wie machst du das? Und die dritte Zahl? Oh, mit der dritten Zahl wolltest du mich bescheißen, ne? Es ist die 2,5. Das ist doch... Den Stein bitte. Und bevor du irgendwelche Tricks versuchst, ich glaube nicht, dass der Häuptling Verständnis dafür hat, wenn du in seinem Lager deine Wettschulden nicht begleichst. Tja. Du steckst mit diesem Kundenträger unter einer Decke. Er ist ein schwarzer Magier, ein Gedankenleser, das sage ich dir. Er benutzt dich für seine Zwecke. Und wenn du tot im Staub liegst, hole ich mir meinen Stein zurück. Und das Kriegerset. Okay. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Ja, und es ist Wilbo und du kennst ihn und wir haben den coolen Magneten. Damit kriegen wir das auf jeden Fall hin. Nein, das wollte ich gar nicht. Geh raus! Ich will es jetzt noch schaffen. Zauberstein. Wo packen wir den hin? Hier hin. Nee. Doch? In Ordnung, die beiden sehen gerade nicht her.
Und jetzt? Ich habe ihn direkt an der Kante befestigt. Ah, okay. Und dann fliegt der ganz blöd. Ja, dann wollen wir mal. Versuchen wir es nochmal. Komm. Ha. Was zum... Naja, das kann im Alter schon mal passieren. Mit einem Schuss in Schwarze würdest du den Wettkampf gewinnen. Kriegen wir hin. Aber wir haben doch auch Metall da dran. Ach so, weil das... Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Unmöglich. Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht ich. Oh, heulst du gleich? Oha, Masas ist sauer. Aber warum ging der Fall jetzt durch den Magneten Kommt mich nach vorne in die, zum an den Tor Rand? Für den dritten und letzten Wettkampf. Auch eigentlich unlogisch, oder? Naja, solche Spiele sind meistens nicht immer ganz logisch. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales bei der dritten Prüfung, Leute. Bis dann.